Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15. Hoppala, muss ich gerade mal aufstoßen. Ultimate Team, und wir haben in der letzten Folge einen klassischen Last-Minute-Sieg eingeheimst. Wir haben in letzter Minute gerade noch so gewonnen. Und ich würde aber mal sagen, wir ballern mal hier gerade so eine Mannschafts-Fitness-Karte drauf und starten dann direkt mal das nächste Spielchen. Wir brauchen noch 4 Punkte bis zum Nicht-Abstieg aus dieser aktuellen Liga. Haben dafür noch 7 Spiele Zeit, könnten also theoretisch gesehen sogar noch aufsteigen, wenn wir jetzt eine kleine Siegesserie starten. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Und da wir mit der Aufstellung letztes Mal gewonnen haben mit dem 4-3-3, Klammer auf 4, Klammer zu, lasse ich das jetzt einfach mal so. Ja, mit Götze im ZOM, das hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Da startet der gute Mario wenigstens zwischendrin mal ein bisschen in die Spitze. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und was ist da jetzt los? Geht's mal wieder nicht. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, die Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen. Okay. Kein Problem, ich probiere es auch gerne nochmal. Ich bin ja gar nicht so. So, das hat auch schon funktioniert. Super Sache. I'm Sharks. Lord Techniques. Der Gegner hat die Partie verlassen. Okay. Der hat wahrscheinlich das Frankfurt-Logo eingeschüchtert. Der hat sich bestimmt gedacht, oh nein, der hat bestimmt Alex Meyer. Hi. Ja, mal gucken, wie lange wir das Spiel hier jetzt noch machen. Wahrscheinlich ist der genauso schnell wie ich mit dem wieder zurück. Ja, siehst du, komm mal hier. Jetzt dachte er, ah, jetzt mach ich doch platt. Ja, das Manchester-Trikot, das ist. Also Manchester City, das sagt eigentlich schon alles. Ich habe ein bisschen Angst. Alter, Marcel Koller als Trainer. Wen haben wir denn da? Sterling ist schnell, Lukaku ist schnell. Oh. Ja, ist nicht schlecht, das Team. Ein bisschen vor Sterling müssen wir ein bisschen aufpassen auf rechts. Da haben wir aber, glaube ich, wir haben einen Linksverteidiger, denn Alaba, ne? Ja, das ist ganz gut. Das ist gut. Die sind zwar nicht gleich schnell, aber das passt von der Schnelligkeit her einigermaßen. Ach, das ist wieder so ein Spiel, was so am Rumruckeln ist. Ach komm. Vielleicht ist er deswegen die ganze Zeit rausgegangen, weil die Latenz scheiße war. Naja. Fellaini ist auch so ein Tier. Ein richtiges Monster ist abseits. Ist abseits, brauchen wir gar nicht hinrennen. Haben wir? Pisscheck, super. Ah, da hat Robben ein bisschen zu lange gebraucht. Ah, zum Starten. Hat er die Engine nicht gestartet? Kriegen wir nicht. Oh. Nein. Nein. Götze. Oh. Also vor Lukaku muss man auch aufpassen. Ich hatte den mal eine Zeit lang in der Karriere gehabt. Bei, ich weiß gar nicht, bei einem anderen FIFA. Oh. Hatte ich den mal gehabt. Das war quasi meine Nachfolge von Mayuka. Bei dieser Karriere war das. Und ich muss sagen, Lukaku ist auch ziemlich gut. Boah, schön. Und jetzt Robben. Kein Abseits. Und das gibt es doch gar nicht. Lewandowski, Alter. Werde ich... Oh, dankeschön. Oh mein Gott. Wie das immer so Bälle sind, wo ich mir denke, boah, da kannst du vergessen. Und dann senkt er sich noch und dann, Alter. Das ist voll krass. Sag mal. Ich frage mich, ob ich jeden Stürmer haben werde, mit dem ich richtig gut klarkomme. Ja, siehst du, genau das meine ich. Lukaku ist nämlich verdammt schnell. Alter, wie Pisscheck gerade an dem abgeprallt ist. Krass. Nein. Boah. Schön. Götze. Boah, Götze. Oh. Ah, der Mario, der Mario. Guck mal, hier Hummels. Pass auf. Schade. Naja, ich dachte mir, komm. Ich weiß, normalerweise macht man das bei dem 0-0 nicht, aber hey. Just for fun, Alter. Na, ne. Das funktioniert nicht. Ich glaube nicht. So, Vorsicht vor Sterling.
Bis auf Alaba haben wir keinen, der... Ja, siehst du, genau das meine ich nämlich. Cool, hat er nicht mit gerechnet. Dass ich Weidenfeller da raushol. Finde ich gut. Ah, wobei... Ne. Ah, Reus. Ah, reusliche Gewalt. Ah. Und Götze. Nein. Mann. Mann, du Diao. Ich weiß nicht, der Typ probiert es irgendwie die ganze Zeit nur mit Lukaku irgendwie durchzurennen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, Boateng ist da. Boa, Boa, Boateng, Boa, Boa, Boateng. Komm, Robben, lauf. Ich versteh's nicht. Wieso bleibt der stehen? Schön. Alter! Mann, Lewandowski. Lewandowski. Schön. Ja, sorry. Aber ich denke mir halt, hey, wenn der reingeht, dann führen wir auch 1-0. Weiß auch nicht, warum ich das immer probiere. Ein bisschen Skill-Action mit Reus, Alter. Ist los. Ist los. Schade. Oh Gott. Also ich weiß nicht, Lewandowski ist so... Gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Ist das abseits? Ja, komm. Ich werde mit Lewandowski irgendwie nicht warm. Ich weiß nicht, Hüntelaar ist jetzt zwar auch nicht so wirklich durchgestartet, der Hüntelaar der Woche. Aber ich komme mit dem... Oh, spielerisch. Oh, halt einfach irgendwie besser klar. Ich weiß auch nicht, warum. Halla. Halaschka. Ah, gibt aber nur Gelb, okay. Kann man mal machen. Es diente einzig und alleine... dem Unterbinden des Zweikampfes. Oh, oh. So, jetzt erstmal ein bisschen gucken. Guck mal, Robben da unten, der startet schon wieder nicht. Ich versteh's nicht. Der lässt sich eher noch von Götze überlaufen. Wie das er da in die Spitze startet. Warum? Versteh ich nicht. Ich Ralf-Ralle Petersen ist einfach nicht. Nein. Oh mein Gott. Jetzt Vorsicht, Keita. Und Keita rein? Nee. So, Ramsey tritt den Eckball. Der Gegner macht gerade nochmal ein bisschen Dampf vor der Halbzeit. Das könnte aber jetzt eine gute Chance werden. Pass auf. Wir warten jetzt, bis da unten Robben läuft. So. Ja, mit rechts ist das halt so eine Sache, ne? Den rechten Fuß hat Robben ja nur, um nicht umzufallen. Das steht auch so in seinem Ausweis. Überzeugter Linksfüßler. Und Linkshänder wahrscheinlich auch. Oh. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon Schuss gedrückt und wollte eigentlich Schuss antäuschen. Und naja. Brauche ich euch ja nicht erklären. Seht ihr ja selbst. Komm. Ja, ich weiß nicht, was ich von der ersten Halbzeit halten soll. Wir sind zwar wieder dominanter, wir haben in allen Belangen hey, eigentlich... Beach. Hat er mich gerade Beach genannt? Vespucci Beach oder was? Alter, was für ein Mongo. Naja, wie gesagt, wir sind eigentlich in allen Belangen überlegen gewesen. Ich zeig dir jetzt gleich mal Beach, mein Freund. Ja, okay, vielleicht nicht unbedingt gegen Sterling. Ah, wie gesagt, das Tor fehlt halt. Das ist so ein bisschen... Ja, dieser letzte Zug zum Tor fehlt halt noch. Alter, Sterling.
Leck mich. Das ist auch so einer, der versucht wahrscheinlich mit schnellen Spielern einfach durchzusprinten. Und sowas hasse ich ja am meisten in FIFA. Oh, schöner Bass. Pass. Bass. Was? Bass Light hier. Kriegen wir den da oben zu Götze? Jo, kriegen wir hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, warum. Ja. War wieder toll. Es wird so eng da hinten, wenn der... Also, es wird eng, wenn der da hinten seine Abwehr im Griff hat. Mann. Oh, das gibt's doch gar nicht. Also, wenn der seine Abwehr da hinten zumacht, ist echt vorbei. Er ist weg. Wenn das ein 0-0 gibt, kriege ich einen Anfall. So, da ist einer für Reus. Komm. Ja, genau. Ja! Stop that, you are noob. Bitte was? Ich glaube, der spricht aus dem All mit uns. Oder ist es einer von Malaysia Airline? Vielleicht meldet er sich jetzt zu Wort. Ich lebe! Nein, der war böse, ich weiß. Ich mach den jetzt richtig kalt. Mach ich den jetzt. Boateng! Na, okay. Ich warte jetzt drauf, dass er noch was von sich gibt. Der bringt immer solch göttliche Weisheiten. Da höre ich einfach gerne zu. Und lach innerlich. Hüpf. Pass mal auf jetzt. Ach. Ja, ich weiß nicht, Robben ist irgendwie, ist nicht fit. Er ist bestimmt verletzt. Wie immer. Das ist zu einfach, mein Freund. Er war eigentlich für Schweinsteiger gedacht, aber der hatte keinen Bock. Ja. Siehst du, das ist alles, was er kann. Mit ein bisschen Glück mal vors Tor kommen, einfach Schuss drücken, Tor. Aber eigentlich stand Lukaku doch im Abseits, ne? Und für mich ist Lukaku aktiv zum Ball gegangen. Das heißt eigentlich, wenn man es richtig nimmt, ist es Abseits gewesen. Wenn Lukaku im Abseits stand, da bin ich mir noch nicht so sicher. Weil das 1-1 ärgert mich jetzt gerade irgendwie nur bedingt, keine Ahnung. Liegt vielleicht daran, dass ich solchen Spastis auch gerne mal einen Korn gönne. Dürfen die ruhig auch mal haben. War so ein kleines Erfolgserlebnis in ihrem... In ihrem schlechten und sowieso schon vollkommen aufgegebenen Leben gönnt man denen ruhig mal was. Haben ja sonst nichts. Faul. So. Ey, das kann nicht sein, Alter. Lewandowski. Alter, ich würde den am liebsten auswechseln, ganz ehrlich. Das kann's nicht sein, dass der nichts hinkriegt. Meiner. Nein. Das wäre gut gewesen, wenn wir den Ball gekriegt hätten. Das ist scheiße, wenn Alaba schneller ist, ne? Ach komm. So, Götze, komm, den kriegst du. Schön. Mario. Wenn das mal so funktioniert hätte, wie ich das eigentlich wollte, ne? Ach, kack. Falscher Trick, nein. Das war schlecht. Ich hab den falschen Trick gemacht. Verdammt. Dreck.
So, komm, Reus. Die kriegst du. Super. So spielt man Fußball. Genau so. Oh, lolo, qu'est-ce que t'es nul. Give me your team, because you are so noob. Bitte was? Finde ich immer am lustigsten, wenn man gerade so ein Megator schießt und dann als Noob bezeichnet wird. Finde ich immer lustig. Einfach schön gespielt. Können wir uns mal angucken hier? Nee, leider nicht. Okay. Shut up. Was? Ey, shut up. Fuck you, bitch. Ach ja. Ich mag sie. Die Franzosen. Die sind immer so freundlich bei Xbox Live. Was ist aber er mit seinem Glückstor? Das ist immer so schön. Die schießen voll das Lacktor, kriegen auf einmal den Ball vorm Tor, schießen, drücken einfach nur B und schießen das Tor. Ach ja, herrlich. Wie in den YouTube-Kommentaren immer. Pummel ins Zeichen. Verdammt. Da dachte ich, Robben wäre noch nicht durch. Ah, der hat Weidenfeller. Schön. Einfach mal Druff da. Druff da, Druff da, Druff da. Und Druff da an. Oh, ein Eckball. Der erste in diesem Spiel für unseren Gegner, oder? Nee. Gibt nicht mehr Eckball. No. Der Arme. Schön. Also ich weiß jetzt nicht, was das gerade war, ne? Schade. Ach, verdammt. Nein. Ey, das gibt's nicht. Jetzt ist er verletzt, oder was? Kann aber nicht wahr sein. Ein bisschen in die Defensive. Schön. Und weg damit. Oder auch nicht. Super. Sieg. 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 Leider nicht so dominant, wie ich mir das erhofft hätte. Aber gut. Ich meine, der Gegner hat ja auch noch eine Abwehr gehabt. Mehr hat er nicht wirklich gehabt. Eigentlich fast wirklich nur Defensive. Das ist ein bisschen traurig für jemanden, der andere als Noob bezeichnet. Aber gut, ich meine, wir haben ihm ja seine gerechte Strafe gegeben. 2-1 gewonnen. Der zweite Sieg in Folge. Und damit brauchen wir nur noch ein Unentschieden aus 6 Spielen, um diese Liga halten zu können. Das ist doch was, ne? Da kann man zufrieden sein. Ne? Würde ich aber mal sagen. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge von FIFA 15 Ultimate Team schon morgen um 18 Uhr. Bis dahin.